hab da gerade eine neue Idee bekommen. Sagt Hallo zu meinem Dachdomizil. Hey, ich hab da gerade eine Konstruktionsidee bekommen. Das wird cool. Oh, er drückt mich voll an die Wand. Ich hab mehr Angst. Oh, halt, Moment. So. Sieht doch gleich viel besser aus. So muss es sein. Ah. Ja. Dann darauf. Und darüber. Aha. Da habe ich noch einen Dachboden. Mann, bin ich genial. Ich bin der erste Mensch mit einem Dachboden. Auf seinem Boden. Auf seinem Boden? Was? Ja, mir fällt nichts Vernünftiges ein, deswegen labere ich wieder total Scheiße. Aber was soll's. Kennt ihr ja. Mache ich dauernd. Und ich setze noch einen drauf. Kapiert, ich setze noch einen drauf. Okay, jetzt werden die Witze wirklich grauenhaft. Aber das lässt sie noch steigern. Keine Sorge, liebe Leute. Ich weiß, wie ich noch einen draufsetzen kann. Na gut, noch weiß ich es nicht, aber ich schaffe das bestimmt heute noch. Ich habe ja noch Zeit bis 24 Uhr, was dann ungefähr 22 Stunden sind. Und ich glaube, wenn ich jetzt noch 22 Stunden dieses Spiel spiele, werde ich die Insel wirklich fast komplett bebaut haben. Und mich anschließend in die Klapsmühle einweisen lassen. Schade, dass wir nicht ducken können, sonst könnte ich mich da reinkriechen und angstvoll schlottern. Aber das kann ich leider nicht. Deswegen baue ich da oben jetzt wieder weiter. Ein schönes Dächlein für mein super tolles, überhaupt nicht blockförmiges Haus. Könnte sagen, es ist eine richtige Blockhütte. Kapiert, Blockhütte. Boah. Ah, da kann ich auch noch durch, sehr schön. Dann kann ich da ja auch noch einen Block drauf platzieren. Dann falle ich da nicht runter. Und auch nicht aufs Maul. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mal Talius Teutem, oder wie auch immer man dich jetzt ausspricht, grüßen. Der mich ja abonniert hat, nachdem ich erwähnt habe, dass ich Let's Plays mache. Das sollte man niemals erwähnen. Und irgendwo war ein Block zu viel. Also der war schon mal nicht. War da nicht ein Block zu viel? Nein, scheinbar nicht. Okay, das muss ich nochmal ändern, weil... das lässt sich jetzt scheiße ändern. Dann hätte ich so eine... Ich muss mein halbes Haus jetzt nochmal wegreißen, weil ich einen Konstruktionsfehler gemacht habe. Wenn ich das nämlich hier so drei Blöcke tief breit mache, den Eingang, dann geht das. Das Problem an der Sache ist, dann sieht es scheiße aus. Also irgendwie alles wie jetzt. So ungefähr. Und es gibt übrigens auch Schatten in dem Spiel, kann man auch anschalten, mache ich jetzt aber nicht. Wer weiß, was dann wieder mit der Performance passiert. Die geht wahrscheinlich noch mehr in den Keller, als sie jetzt schon ist. Nein, wobei, es läuft flüssig mit 30 Frames. Meine Treppe muss ich noch eins nach vorne. Ich kann meine Treppe nicht eins nach vorne verschieben. Dann muss ich meine Treppe umbauen. Gut, davor darf man nicht zurückschrecken, mal seine komplette Treppe umzubauen. Die ich sowieso umbauen muss, weil... Ich muss das da jetzt wegreißen. Nein, das muss stehen bleiben und das muss weg. Ich hätte sie doch drei Blöcke breit machen sollen. So wollte ich sagen. Glaube ich.
Ein Hoch auf die fehlende Physik-Engine. Denn ich bezweifle, dass das Dach so halten würde. So. Und ich falle nur wieder runter. Ein Hoch auf die völlig schwachsinnige Physik-Engine. Die ich jetzt gleich nochmal nutzen muss. Halt. Wieder. So, da machen wir noch. Und dann ist er zu. So. Sieht doch gut aus. Jetzt muss ich nur meine Treppe umbauen. Meine schöne Treppe. Okay, ich will... Jetzt mal nach oben. Hallo? Jetzt muss ich auch mein Dach komplett umbauen. Es ist doch ein Dach. Dach. Honk wollen hier Dach haben. Perfekt. Da pflanzen sie noch irgendeinen Stein oder so rein. Und ach, das ist... Auch wenn es so eine Demo ist, eine Alpha-Version ist und total geklaut von einem anderen Spiel, macht es trotzdem Spaß. Moment, ich habe da gerade eine Idee. Ich meine Treppe umdesignen. So? Bin ich schon fertig? Kann das sein? Na, das sieht doch stylisch aus. Hänge ich denn da wieder? Meine Treppe ins lustig bunte Dachgeschoss. Ja, jawohl, reißen wir noch mehr ab. Also da hoch, da hoch, da hoch, da hoch, da hoch. Da runter. Da hoch, da hoch. Da hoch, da hoch. Da hoch. Da, da, da hoch und da rein. Und da muss ich jetzt noch irgendwas hinstellen. Ja, genau. Ich werde mir die Tasten wohl so schnell nicht merken. Eine Kiste. Da kann ich rausgucken aus meinem schönen Haus. Und das funktioniert noch. Noch einen kann ich wahrscheinlich nicht hinpflanzen. Nein. Und das sieht doch schon ganz gut aus. Auch wenn ich noch nicht so recht weiß, was das mal werden soll. Aber das ist ja auch nur so ein Versuchsstück. Denke ich mal. Also wahrscheinlich werde ich es nie wieder spielen, weil alle sagen, voll scheiße, spiel das nie wieder. Und wir pflanzen noch ein bisschen Gras um mein Haus rum. So, Gras. Gras. Und wir pflanzen alles munter weiter. So, da vorne nicht, nein. Machen wir ein bisschen Abstand hier. Tschüss. Damit niemand auf mein Mäuerle kommt. Gras mitten an die Erde gepflanzt, genau, das machen wir in unserem Garten auch immer. Gleich neben dem Unkraut. Und ich reiße erstmal meine Mauer wieder ab. Klar, warum nicht? Gott, bin ich schlau. Und noch schlauer, weil ich mir kann mir die Tasten mal wieder nicht merken. Egal. Das wird schon noch, das wird schon noch. In 2, 3 Jahrzehnten kann ich das auch. Dann drücke ich nicht mehr ganz so oft die falschen Tasten. Wie viele Blöcke habe ich da freigelassen? 3. Tschüss, tschüss, tschüss. Und das dann alles weg. Sieht einfach scheiße aus.
voll die Blockform. Warum machen sie so ein Spiel nicht mal mit der CryEngine? Für alle die CryEngine 2, für alle die jetzt fragen, was ist die CryEngine? Ist die Engine, die Crysis benutzt hat? Ich meine, ist bestimmt kein Problem. Da wo mein Ausgang ist, machen wir noch einen extra Platz. Warum auch immer. Ist doch kein Problem, so was mit der CryEngine mal schnell zu machen. Frisst auch überhaupt keine Leistung. Stell mir gerade vor. Okay, das sieht jetzt echt extrem scheiße aus. Das kann doch bestimmt problemlos mit der machen. So eine riesige Insel mit ganz viel frei kaputt machbaren Gegenständen. Das wird auch nur eine Millionfach Leistung fressen. Und der Baum steht ab sofort in der Luft. Na, das sieht scheiße aus. So, perfekt. Und wir reißen noch da noch ein bisschen die Erde weg. Und regen uns so ein bisschen auf, dass das nicht die CryEngine ist und nicht so endlos High-End-Grafik, die mein Rechner sowieso nicht mehr darstellen könnte, ist. Und freuen uns über mein schönes Haus. Mein Geheimausgang, da muss ich auch noch irgendwas machen, das sieht scheiße aus. Gibt es da irgend so Dachelemente, was gibt's noch? Bücherregal, genau. Machen wir hier weg. So, hier mein geheimes Bücherregal. Wenn ich mal auf der Flucht bin, wenn da vorne GZ klopft, kann ich da, während ich abhaue, noch ein Buch lesen. Die Zeitung von morgen, die Fernsehzeitschrift für das morgige Programm, das ich nicht schaue natürlich. Das mit den Blöcken da drin ist, glaube ich, eine scheiß Idee, weil ich kann da drauf nichts bauen. Moment. F2, ja, hier sieht man mal Move Speed, Free Move Enabled. Was mir jetzt irgendwie... Na, so geht's doch. Oh, ich reiß schon wieder mal die Mauer ein. Ja, es muss jetzt sein, weil irgendwie kann ich auch mal den Blöcken... Ich bin so schlau. Hab ich schon mal meine überragende Intelligenz erwähnt? Ich glaube in diesem Let's Play noch nicht. Nein, das sind die falschen. Jetzt habe ich die richtigen. Was? Verwirrt mich nicht. Was sind das andere da noch? Oh. Okay. So, jetzt bastel ich da noch ein paar Bücherregale hin. Sieht irgendwie scheiße aus mit diesen halben Blöcken. Das sieht stylisch aus, muss ich sagen. Also. Na komm. Pflanz die hier. Na also. Nee, das muss ich glaube ich wieder wegreißen, weil die stören dann irgendwie nur. Und ich nehme glaube ich schon eine halbe Stunde oder so auf. Wahrscheinlich schaltet er eh nach 5 Minuten jeder weg, weil es ist einfach, wenn man sich selbst spielt, wahrscheinlich unglaublich langweilig. Vor allem, weil hier kaum Funktionen vorhanden sind, wie bei Minecraft. Aber das ist mir egal. Das kommt schon noch. Außer die ganzen Idioten, wo, du Noob, du klaust alles, weitermachen. Und der andere Typ, wo das programmiert, dann irgendwann sagt, na gut, wenn ihr alle wollt, dann höre ich ihm auf. Ja, so werden Programme, ja, Programme auch. Gute Projekte hingerichtet manchmal, weil einfach zu viele Idioten sagen, das was du machst ist scheiße, ne, und der Entwickler ist dann auch noch so blöd und hört da drauf. Deswegen hört niemals auf andere. Macht einfach was ihr denkt, das passt dann schon. Und tschüss. Gut, das mit dem Einserboden fand ich etwas stylischer. Aber ich kann da ja einfach nichts hinbauen. Das lasse ich so, weil das sieht cool aus. So. Dummes Ding, dummes. Das hat Style.
Ach komm, reißen wir das da auch noch weg. Und machen uns gleich komplett zu. Och, komm. Solider Stein. Warum nicht? Wie, da schon zu Ende? Ach so, ich hab's weggerissen, nicht wieder hingebaut, oder wie sehe ich das jetzt? Oh, ich glaube, das sehe ich richtig. Ja, hungrige Genie. Ich hab's einfach drauf. Ja. Perfekt. Und wir wollen dann reißen wir das noch weg. Nein, wir bauen was hin. Wir bauen einfach in die Luft doch ein bisschen Stein, weil es sieht so gut aus, wenn einfach mitten in der Luft so ein Stein noch liegt. Wer hat nicht gerne so Sachen runtergemauert. So. Perfekt. Und ich wollte noch ein paar Bücherregale anbringen. Bring ich vielleicht lieber in der Ecke an. Boah, warum nicht? Jetzt muss ich mir eine Treppe bauen oder was? Ach, es ist doch zum Kotzen. Scheiß Spiel. Ich hasse dich. Ich pack mal wieder total in allem drin rum. Das konnte ich schon immer gut in Spielen irgendwo reinpacken und dann nicht mehr rauskommen. So, bis an die Decke. Warum auch immer mal so ein Regal in seiner Wohnung haben sollte. Ohne leider, ich komme nicht mal an die Bücher hin. Und an die, wo an der Wand stehen, komme ich sowieso nicht hin. Aber was soll's. Wir haben ja auch TNT. Jetzt habe ich das Falsche ausgewählt. Und bevor das in die Luft fliegt und mein Haus wieder kaputt ist, explodierst du? Oder muss ich erst das machen oder geht das hier gar nicht?